Hallo, liebe Seher von CryptoTV. Hallo, armseliges Österreich, ihr schon wissen. Wir haben heute Sonntag, den 29. Oktober 2023. Das heißt, wir sind immer noch in einer krisen- und kriegsgeschüttelten Welt. Wir haben immer noch den Oktober. Wenn ich von wir spreche, ist das einmal mehr mit ganz viel Liebe Power meditierend an der Kamera der Roman und mit mindestens genauso viel Liebe an der selbstverliebten Klappe meine Wenigkeit. Oktober, mein Zahn ist repariert. Fetischparty, von der ich letzthin auf unserem mehr oder weniger Echtzeit-Messevideo von der Classic Expo berichtet habe, liegt auch hinter mir. Ich habe ein tolles Armband bekommen mit dem Zahlencode 184318. Ich hoffe, dass sich die Wiener Polizei dieser Party annimmt. Also Fetischparty, Kinky Party am 26. Oktober am Nationalfeiertag und dann mit so einer Zahlenkombination ganz, 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 ganz übel. Das kann ich eigentlich runter da, weil ich vermute, heute gibt es ein neues Armband. Und ja, was hat sich sonst in der Welt getan? Inzwischen sind die Herrschaften vom Cochrane-Institut auf den Trichter gekommen in einer unglaublich umfassenden Studie. Entschuldigung, latenter Schlafmangel, wisst's, Party, Oktober, ein Event jagt das andere. Zwischenzeitlich muss man nur für einen Kanzler den Bundesadler falsch rumhissen. Also die meiner Facebook-Seite folgen werden das wissen. Er hat den Spiegel verkehrt gepostet, weil er als Kanzler mit dem verwässerten Bier heute halt das Staatswappen nicht kennt. Meiner echter Karl halt, ne? Und wie hat Kickl so schön über ihn gesagt, er kümmert sich hier nicht um die Belange des Landes und die Bürger, sondern um die Bürger. Er könnte ja deswegen tatsächlich meinen, die Übersetzung seines Amtes ins Englische wäre Burger King. Ja, sagen wir nichts drüber, er hat halt wieder einen Call geliefert. Ne? Und ja, ich trage diesen Bundesadler ja auch verkehrt rum, allerdings nicht seitenverkehrt, sondern gleich auf dem Kopf stehend, wie das meines Erachtens nach dieser Tage sein sollte. Wer sich fragt, warum das dieser Tage so sein sollte, wie gesagt, Cochrane-Institut hat festgestellt, die Schwurbler haben es immer schon gewusst, nein, doch, dass die Masken quasi nichts gebracht haben, sondern eventuell sogar kontraproduktiv waren. Wer es nicht glaubt, schaut sich bitte selber den Bericht bei RTV Privatfernsehen an. Ja, Ukraine rennt inzwischen jenseits von 1,5 Jahren, ist aber gerade stillschweigen, weil wir haben ja einen neuen Konflikt. Warum ich darauf nicht näher eingehe, weiß eh alle Systemmedien machen im News-Ticker und im Dauer-News-Flash und keine Ahnung was. Gut, der Standard vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, weil dem gehen es gut. Menschenmedium anscheinend langsam ein bisschen die Moneten aus und die Seher, wer hätte das geglaubt, dass eventuell gutes Dasein und Haltungsjournalismus aller Standard vielleicht nicht so toll ist, egal, schaut es euch auch selber an. Und ja, inzwischen sind auch die Pfizer-Verträge offiziell ungeschwärzt einzusehen, dazu gibt es einen Beitrag beim Alexander Rauer. Wer nicht weiß, von wem ich da rede, ist noch fast 4 Jahre her selber schuld. Den kann man aber auch googlen und da findet man das besagte Video. Und ja, ich trage natürlich einmal mehr passend dazu Beware Fashion, wie das mit der Impfung ist. Weil bei Pfizer steht doch tatsächlich im Vertrag, der da von der Leyen in einer fragwürdigen Euro-SMS-Geschichte abgeschlossen wurde, ihr wisst es oder auch nicht, dass dieser Impfstoff eventuell nicht erforscht ist, Nebenwirkungen nicht erforscht sind und so weiter. Nein, wer hätte das gedacht? Nein, doch! Und warum ich heute zweimal den Louis de Finet raushaue? Ja, weil die Franzosen keine Österreicher sind. Sei es wie es sei, wir haben einen Sonntag, wir haben inzwischen nach 14 Uhr, wir werden heute einmal mehr nicht Fähnchen im Kreis tragen, weil wir unsere Power für die Power-Meditation heute anderweitig verwenden. Der Roman wird es mit der Power-Meditation und dem Fähnchen im Kreis tragen, wie im letzten Video schon angekündigt, bald in einem fulminanten Aufklärungsvideo darstellen. Ein bisschen Geduld, weil der Roman hat ja auch ein bisschen was zu tun. Und wir leben ja mitten im Wahnsinn und da muss man öfter schwimmen.
Wie gesagt, wer sich fragt, warum wir auf Israel nicht eingehen, ja, weil uns da die Zeit dafür fehlt und weil eh alle anderen darüber berichten. Wer wissen möchte, wie es um den Konflikt tatsächlich steht, der kann sich hier gerne und sehr empfohlen von mir die zwei Analysen von Monika Donner, ebenfalls bei RTV Privatfernsehen zum Thema anschauen. Und ja, was gibt's sonst eigentlich zu sagen? Firmen gehen pleite. Wer hätte das gedacht im Testweltmeisterland? Die Inflation ist immer noch hoch. Oh, eigentlich alles tragisch. Wir hatten eine vermeintliche partielle Mordfinsternis. Wir hatten aber auch die Säufersonne im Zenit stehen, was mein Wochenende mit den Verhaltensoriginellen einmal mehr sehr spannend gemacht hat. Dazu werden wir uns nicht weiter äußern. Vielleicht mache ich allerdings mit dem Roman irgendwann einmal ein Reaction-Video auf den lustigen Zeitungsbericht in der SN über die Türsteher, bin ich ja Betroffener. Und ja, sonst, was gibt's zu sagen? Der Sascha hat sich mal wieder zu Wort gemeldet, also unser schweigender Sascha, ihr wisst schon, der Van der Beiden, Van der Bellen, hat sich zum Nationalfeiertag, also dem ruhmreichen Tag von Österreich ist vermeintlich frei, erdreistet, eine heroische Rede zu halten. Da machen wir vielleicht da irgendwann, weil wir das schon mal getan haben. Der Roman wird es verlinken oder einblenden, ein Reaktionsvideo. Einst haben wir es gemacht auf die Angelobungsrede. Das waren 30 Minuten purer Horror für uns, weil der Mann da quasi von Österreichs geostrategischer Lage und von der liberalen Demokratie und sonstigen Sachen geschwafelt hat. Meistens schweigt er ja. Diesmal hat er sich, wie gesagt, zum Nationalfeiertag, also ihr wisst schon, da wo der Nehammer Kale einen Karl aussehen hat und den Bundesadler seitenverkehrt gepostet, zu Wort gemeldet, hat eine fulminante, glaube knappe 9 Minuten Ansprache an die Bevölkerung gehalten. Ja, ich hätte mal gesagt, sehr geehrter Herr Van der Bellen, vielleicht ist Schweigen tatsächlich für Sie die bessere Option. Ja, nachdem ich das jetzt gesagt habe, bleibt vielleicht noch zu erwähnen, dass wir... Jetzt habe ich den Faden verloren, vor lauter Geschwafel. Heute, wie gesagt, nicht Fähnchen im Kreis tragen, sondern den Oktober anderwertig ausklingen lassen. Wie gesagt, ein Reaktionsvideo auf den Herrn Van der Bellen, seinen wertvollen Beitrag zum Nationalfeiertag machen. Und nachdem wir heute ein schönes Wetter haben und ich es mir noch erlauben kann, im Schatten im T-Shirt zu stehen, glaube ich natürlich, wir sind mitten im Klimawandel. Ihr wisst ja, wir werden alle verbrennen, verglühen und sonst was. Habe ich auch gestern in der Nacht bei roundabout 5 Grad Celsius im Oktober gemerkt. Die Welt ist komplett aus dem Ruder. Vor kurzem hat es in Salzburg auch wieder geregnet. Also es ist sehr schön, dass sich die Fridays for Future Menschen in Sölden auf die Straße geklebt bzw. aneinander festgekettet haben. Ich hätte mal gesagt, nachdem der Ukraine-Krieg, der ja inzwischen ein bisschen ins Hintertreff geraten ist, ist eh wurscht, ein Schiff wird kommen und wir kaufen eh politisch korrektes Gas. Jetzt ja quasi zu Lasten des Israel-Konflikts ein bisschen im Hintertreff ist. Mich wundert's, dass diese vielen guten Menschen, die die Welt retten wollen, wo sie Allah schon recht irrsinnig ist, wenn man bedenkt, dass die Welt ein bisschen älter als die Menschheit ist, sie noch nicht irgendwo, weiß ich nicht, im Donbass festgeklebt haben oder aktuell am Gazastreifen, da wären ganz, ganz viele Mauern und Zäune, da hätte man viel Platz, sich hinzupicken. Da kommt man ein bisschen mit Kartoffelpüree oder Ketchup oder sonst irgendeiner Pampe schmeißen und so. Also vielleicht sollten die lieben Kleinen, die da so gern Schule schwänzen und sonstigen Blödsinn machen, um uns alle zu retten, tun sie gar nicht. Der Roman hat im letzten Video bewiesen, die letzte Generation nach der letzten Generation, also die lieben Kleinen heute, die spielen noch mit Carrera-Bahnen. Also die sind noch für Autos offen. Es wird schwierig. Auto ist aber eh kein Thema. Wir haben ja im letzten Video schon festgestellt, Classic Expo, ein einziger Stand, wohlgemerkt ein Messestand aus Österreich. Neige gemein Haupt an den dortigen Herrn, hat sich für ein Volksbegehren zum Thema Autofahren und Zukunft ein bisschen, wie soll man sagen, positioniert. Alle anderen haben gemacht, was sie so machen, geschwiegen und Business as usual betrieben.
Oh, werden wir mal schauen. Nachdem ja jetzt aufgrund des erwähnten Israel-Konflikts eventuell zu der allgemeinen Not, die dieses Land im Würgegriff hat, jetzt dann irgendwann eventuell noch eine weitere Öl-, Diesel- und Benzinknappheit kommt, weil ja vielleicht durch eine Einmischung der arabischen Welt in diesen Konflikt die Straße von Hormus, das ist so eine Meeresenge, über die viel Öl transportiert wird, auch nach Europa, eventuell betroffen oder gar gesperrt wird, hätte man gesagt, wird's hier eher ein bisschen kühl, wenn man nicht mehr heizen kann. Die Spritpreise steigen zur Abwechslung in diesem Billigland mal wieder. Und wie gesagt, damit läuft alles weiter seinen natürlichen Gang. Und ja, mehr ist eigentlich für Intro jetzt echt nicht zu sagen, außer dass wir uns die Toilette diesmal für den Schluss aufheben. Damit bin ich jetzt offiziell raus und der Roman steigt dann wieder ein, wenn wir am nächsten Hotspot sind. Es wird nämlich langsam Zeit, weil ihr wisst, ich rede immer so viel selbstverliebt. Ganz viel Liebe auch für euch. Und deswegen dauern die Videos immer ein bisschen länger und deswegen schauen sie nicht viel und teilen tut's auch keiner und kommentieren tut's, wenn auch nur fragwürdige Menschen, habe ich manchmal das Gefühl. Aber wie gesagt, wir sind ja in good old Wahldemokratie Österreich. Damit bin ich jetzt raus. Der Roman steigt wieder ein. Bis später. So, ich steige einmal ein. Kleiner Schichtwechsel. Ich hätte nur einen kleinen Tipp, einen Vorschlag auf Nuviso TV. Frank Höfer hat Christoph Hörstl interviewt zum Konflikt im Gazastreifen in Israel. Er, damaliger Außenkorrespondent in Krisengebieten, damals bei den Systemmedien, da könnt ihr wirklich sehr objektive Ansichten von ihm mal, sagen wir mal, zuhören, was er zu sagen hat. Einige andere Videos sind auch auf Nuviso TV zu dessen zu handen. Also wenn ihr wirklich wissen wollt, was die Monika Donner und Christoph Hörstl und Co. auf Nuviso TV auch noch darüber berichtet wird, dann wisst ihr wirklich vollumgänglich Bescheid, gell? Ja, und somit, warum der Elvis dieses T-Shirt anhat, gell, das seht ihr dann im nächsten Video. Das wird gleich nachfolgend mitsammen mit diesem Video hochgeladen. Da muss ich mich mit ganz viel Liebe nochmal einmischen. Ich trage schwarz, weil wir den heutigen Beitrag im Gedenken an zwei großartige Menschen machen. Da wäre zum einen Jerry Lee Lewis. Das ist so einer, der in der Subkultur mit den rechtsextremen Frisuren irgendwie, ja, ein großer war. Er mochte den Namen nicht, aber man nannte ihn Killer und wenn man Videos von ihm hochlädt, kann man sich auf meiner Facebook-Seite anschauen, der Roman wird es vielleicht verlinken, dann kriegt man gleich einen Faktencheck-Hinweis in kyrillischer Schrift, also scheinbar ist seine Musik auch im 21. Jahrhundert immer noch so heiß und so gefährlich, dass da der Faktenchecker mitmischt. Sei es wie es sei, wir sind heute im Gedenken an Jerry Lee Lewis, der hätte nämlich gestern seinen ersten, oder hat gestern seinen ersten Todestag gehabt. Und wir machen das natürlich zeitaktuell auch im Gedenken an den kürzlich verstorbenen Gunnar Kaiser. Und ich finde, man sollte auch dem Mann ein bisschen Respekt zollen und ja, auch er wird in meinem Herzen einen Platz behalten und nicht vergessen werden. Auch wenn er nicht ganz so talentiert am Klavier war, er war ein Großer. In diesem Sinne könnten wir jetzt sagen, wir machen eine Schweigeminute. Die stellt ihr euch jetzt einfach vor, weil ich halte jetzt mindestens eine Minute lang die Klappe und wir bewegen uns zum nächsten Spot. Der Roman hat ja schon geteasert. Jetzt, wo die Pfizer-Verträge für jedermann einsehbar sind und der eine oder andere vielleicht rückwirkend draufkommt, dass er vielleicht in seiner Theorie und in seiner Angst, sich da irgendwie leiten zu lassen, falsch gelegen hat, sind wir mal auf der Straße, wie sie das für echte Schwurbler gehört. Natürlich mit fossilen Brennstoffen, weil die Wege, wo wir jetzt hin sind, die sind zu lang und ihr wisst ja, Lifestyle is Drivestyle. In dem Sinne bin ich jetzt raus, in Memoriam Jerry Lee Lewis, in Memoriam Gunnar Kaiser. Danke.